Hallo meine Lieben, heute mal aus dem Wohnzimmer. Ja, es schneit offensichtlich, aber ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen. Naja, also, ich hatte keine Lust, jetzt extra nach oben zu gehen. Ihr müsst das Piepen mal wieder entschuldigen, das kommt irgendwie vom Notebook oder von der Kamera oder keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Es geht um das Lied Scientist von Coldplay. Das ist relativ einfach. Und ich bin gerade nochmal so meine Lieder durchgegangen und habe mir gedacht, das könnte ich euch einmal schnell zeigen. Es sind insgesamt, muss ich mal eben einmal hier wieder schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akkorde. Und zwar das Bm7, das G, das D, das Desus 2 ist das, glaube ich. Ich kann schauen. Ja, das Desus 2, das A und das A7. Okay. Das Capo habt ihr auf dem dritten Bund. Das war komisch hier mit dieser Kamera. Okay, könnt ihr alles sehen, ja. Fangen wir mal an mit dem Bm7. Das ist eigentlich ganz leicht. Ihr legt den Ringfinger im zweiten Bund nach dem Capo auf die erste Seite, den Mittelfinger im zweiten Bund auf die dritte Seite und den Zeigefinger im zweiten Bund auf die fünfte Seite. Das ist das Bm7. Ich weiß mal wieder nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also das ist euer erster Akkord. Dann das G, das wisst ihr sicherlich bis jetzt alle. Ansonsten erkläre ich es nochmal. Zeigefinger im zweiten Bund auf die fünfte Seite von unten. Mittelfinger im dritten Bund auf die sechste Seite von unten. Und dann den Ringfinger im dritten Bund auf die erste Seite. Das ist euer G. Aber ich mache hier mal die ersten beiden unteren Seiten. Macht, wie ihr es wollt. Dann das D. Mittelfinger im zweiten Bund auf die erste Seite. Zeigefinger im zweiten Bund auf die dritte Seite und den Ringfinger im dritten Bund auf die zweite Seite. Das ist euer D. Und bei dem Desus 2 nimmt ihr einfach den Mittelfinger vom zweiten Bund von der ersten Seite runter und dann habt ihr schon das Desus 2. Also Zeigefinger im zweiten Bund auf der dritten Seite und Ringfinger im dritten Bund auf der zweiten Seite. Das ist das Desus 2. Jetzt das A. Ringfinger im zweiten Bund auf die zweite Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf die dritte Seite und den Zeigefinger im zweiten Bund auf die vierte Seite. Das ist euer A. Und für das A7 nehmt ihr einfach den Mittelfinger runter. Also Ringfinger im zweiten Bund zweite Seite, Zeigefinger im zweiten Bund auf der vierten Seite. Dann ist das euer A7. Okay, dann fangen wir mal an. Ich muss mir mal eben den Text wieder herholen. Also wie gesagt, Capo auf dem dritten Bund. Und dann geht es los mit Bm7. Und ich habe jetzt mal ein ganz leichtes Strumming genommen. Einfach achtmal runter strummen. Und bei jedem zweiten Mal strummen, also bei jedem zweiten Mal nur die oberen Saiten so ein bisschen anschlagen, dass es dann ungefähr so klingt. Ich strumme ja mittlerweile mit den drei oberen Fingern. Ihr könnt es natürlich auch mit einem machen oder halt mit eurem Pick, so wie ihr das halt. Das Bm7, dann das G. Dann das D. Und dann das Desus 2. Hört ihr schon das Lied, oder? Kann man schon gut raushören, finde ich. Also Bm7, dann das G, dann das D und dann das Desus 2. Mit dem Bm7 hatte ich am Anfang so meine Probleme, weil das auch wieder ein Akkord für mich war, den ich sonst nicht gespielt habe, aber das kriegt ihr mit der Zeit auch raus. Dauert halt ein bisschen. So, also
G, D, Jesus 2. Also BM7, G, D und Jesus 2, das wiederholt sich viermal. Ich mache das mal kurz ein bisschen mit Text, damit ihr wisst. Also, ihr fangt an zu strummen. Und nach dem vierten Mal strummen, glaube ich, ungefähr, da geht es dann los mit Come up to meet you, tell you I'm sorry. Versuchen wir es nochmal eben. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Oops. I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell you secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads are science apart. So, dann kommt ja der erste Chorus, das ist ja dieses Nobody said it was easy. Oh, meine Stimme. Das ist dann das G. Nobody said it was easy ist D. Und dann das Jesus 2. Also ich versuch's jetzt mal. Ich glaube, ich kann nicht so hoch singen. Wir strummen's erstmal. Warte mal, das war so. Ihr müsst Nobody Said It Was Easy alles auf G spielen, bis ihr Easy zu Ende gesungen habt. Und dann kommt erst der Akkordwechsel auf D. Ich mach das auch jedes Mal falsch. Also nochmal. Nobody said it was easy. D. It's such a shame for us to part. Nochmal. Nobody said it was easy. D. It's such a... Und shame ist Jesus 2. Shame for us to part. Jetzt wieder G. Nobody said it was easy. Jetzt das D. No one ever... Sad ist wieder Jesus 2. Said it would be this. Hard ist A. Hard. Und dann kommt Oh Take Me Back to the Start. Dann macht ihr das bei O, das ist dann das A7. Oh, take me back to the start. Und Start war das D, okay? Also machen wir nochmal zusammen. Das war jetzt ein bisschen katastrophal. Also. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to so ungefähr. Mit dem Strumming könnt ihr euch ja auch noch das Lied ein paar Mal anhören. Für den Anfang, für den ersten Verse passt das ganz gut, finde ich, mit diesem Quatsch, mit dem B. Das klingt schon sehr nach dem Original. Und bei dem Chorus müsst ihr nochmal gucken, müsst ihr euch das Lied vielleicht nochmal anhören. Vielleicht könnt ihr das Strumming auch noch ein bisschen ändern. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, nicht mehr viel. 40 Sekunden. Oder 50. Eigentlich wiederholt sich das aber jetzt wieder mit den Akkorden. Es ist wieder BM7. Ganz zum Schluss das Outro. Outro ist dann BM7, also BM7, das G und das D. Ich glaube, das wird so gespielt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe es gerade gar nicht im Ohr. Das wird also auf jeden Fall